Sie hat Talent. Jetzt muss sie es nur noch zur Anwendung bringen. Kann ich ihm das vielleicht geben? Und sagen, dass ein neuer Hut rennt? Ich meine Zeit mit ich habe hier nee. Zeigt euch! Na los, zeigt euch! Kommt schon, gebt mir ein Kann ich jetzt irgendwas irgendwie. Weiß nicht, darauf werfen oder so? Dafür brauche ich vielleicht mal. Vielleicht mal einen neuen Spruch. Was bringt es denn hier hochzugehen? Ich weiß es nicht. Irgendwas muss das ja bringen, oder? Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Hier hochgehen zu können. Na los, zeigt euch! Kommt schon, gebt mir ein Schussfeld. Haben wir noch? Nee. Dafür brauche ich vielleicht. Wo seid nee. Ihr, ihr Mistviecher? Hä? Okay, ich bin übel verwirrt. Wenn ich nochmal mit Normal Chronicle rede. Du, Rufus, ich glaube, ich habe wirklich etwas dagegen, dass du meinen Opa mit einer Fremden verkuppeln willst. Entspann dich. Mir fällt bestimmt noch eine Alternative ein. Aber bis es soweit ist, du weißt nicht zufällig, wo ich einen Ring und einen Frack herbekomme. Ein was? Ach, nichts. Oh, hier ist auch nichts mehr. Willst du eine Skulptur? Nein, das hier geht nicht. Nur Gold etwas an. Okay. Hä? Ich hab echt keine Ahnung, Leute. Also. Huh, irgendwie. Ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, es geht. Ich suche. Ich hab's dir doch schon mal. Mein Informant möchte als Gegenleiter. Und ich habe. Ich soll. Ja. Ich muss. Ich. Nein. Ich muss. Nein. Ich. Hey. Hast du schon. Ich das? Nein, glaub mal. Ich dir gebe. Ja, ja, Rita sagt auch nichts Hallo, Neues, Rita, ne? Was gibt's, Beste? Ich glaube, das letzte. Ein Fett. Nein. Kein Fett, oh, glaub, ja, hä. Soll ich pfeifen? Ich habe eine. Nein, da. Und? Ich passt dir. Mann! Du kannst mich. Jeder hat alles. Das hatten wir schon. Den da unten haben wir auch schon geredet, genau. Der da oben lässt sich auch nicht mehr ablenken oder so. Und? Du vielleicht. Ach, ne, du hast das gar nicht. Ist. Wenn du in der Arche nicht. Kannst du das hier. Ich denke, aber es ist gar. Ich weiß. Ja, doch klar, es ist kaputt. Hä. Kann ich vielleicht. Das lässt sich so leider. Man nennt es auch. Das lässt sich so leider auch nicht beschleunigen. Man nennt es auch den Fluch von Paradox City. Cool. Der würde hier gehen. Aber warum. Ich bin durch. Kann ich da vielleicht. Da würde höchstens noch eine. Ich sehe nicht mal ein. Da würde höchstens. In so einem kleinen. Allerdings viel. Also jetzt mal. Oh, ey. Hä? Also keine Ahnung, was ich machen soll, Leute. Ohne Witz. Können wir das irgendwie. Nee, ne? Das hier ist auch. Können wir nicht verbinden. Das hier ist auch. Wir haben auch keine Items mehr, die wir holen können oder so. Wir können daran nichts mehr holen. Mit dem Typen können wir auch nicht mehr reden. Hier drin ist auch nichts mehr zu holen. Fünf unterschiedliche Tierbisse. Nee. Erzählst du von. Ja, ich hatte. Und? Können wir dann los? Jetzt nicht. Ich erfahre. Es ist wahr. Die dunkle Sardin. All das. Jetzt nicht, Rufus. Bist du etwa immer noch wütend? Nein, keine Sorge. Ich brauche einfach nur ein bisschen Zeit mit mir selbst. Oh.
Hast du immer noch diese Angefahr? Ja, habe ich. Oh. Glaubst du wirklich, du kannst es zu einem guten Ende bringen? Ich habe gesagt, ich bringe es zu Ende. Von gut war nie die Rede. Stimmt. Jetzt nicht. Bist du Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt nichts. Nein, das hier geht. Hast du Hunger? Nein. Dir wird schlecht. Das sollte. Ich glaube immerhin. Können wir nochmal. Ich weiß nicht. Mann. Hau ab! Und ich meine ganz ab! Ist ja schon gut. Die Leine! Ist ja schon. Ich sagte. Ist ja schon. Hau ab! Ist ja schon. Ah, okay. Das bringt auch nichts. Irgendwie öfter mal da hingehen oder so. Rocco bringt mir halt auch nichts. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Mal, mal nachgucken. Ich sagte nicht, ich habe. Oh Mann. Ich sag, ich hab. Kommt schon, gebt mir ein Schussfeld. Ich sollte meine Sachen, sie sind. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Ich sollte meine. Er hat sich die ab. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Mann! Na los, zeig. Bringt ja auch nichts, wenn ich die ganze Zeit gegen die Sirene trete. Weil. Die Dings ist da wieder hoch. Oh je. Yeah. Wo seid ihr? Genau, das hier ist dann wieder hoch. Und hier kann ich dann auch nichts machen. Ich sollte mal sie sind. Richtig, nicht in die Tonne kloppen. Ich sollte sie sind. Und. Ja, hat es sich verdient, genau. Ich störe ihn besser. Er hat sich die Abwechslung. Wag es ja nicht. Oder möchtest du? Ja, möchte ich. Dafür braucht. Und? Nichts. Wahrscheinlich falscher Alarm. Kommt schon. Oh Mann. Nee. Ich kann nichts machen. Verschwende nicht, beste. Verschwende, beste. Nimm das! Hinter bei dem Bücher. Leider das. Natürlich nicht. Meine Arbeit hier ist nun. Du brauchst Opa. Du hast Geburtstag? Wie alt bist du geworden? Ach, das spielt keine Rolle. Du weißt es nicht, oder? Wer sind sie? Wo ist Timmy? Okay. Nein, danke. Mein Alter davon. Meine Arbeit hier ist nun ist. Rufus. Nein, man wird. Ich wette ihn, er ist noch. Stör ihn! Ja, er wollte ja auch kein Essen haben, ne? Nein, danke. Das sagt sich. Nun gut, Leute. Da können die lange. Irgendwas ins Bohrloch schmeißen? Sag bloß, das geht. Die Welt ist noch nicht bereit für dieses Kunstwerk. Aber in der Zukunft werden sie es sicher zu schätzen wissen. Hä? Es ist vollbracht. Na, vollbrungen, gewissermaßen. Es liegt offenbar noch ein steiniger Weg vor mir. Sauber. Das beweist, dass ich nicht auf dem Holzweg bin. Es liegt offenbar noch ein Staub. Okay, was mache ich jetzt mit dem Stein? Ist ja schon. Schade, ich hätte jetzt gedacht, so ist ein Stein, kann man vielleicht abwerfen oder so. Kommt schon,
Gib mir ein Schussfeld. Moment mal. Nee. Obwohl. Willst du einen Stein? Ich muss sie nicht in alle einziehen. Okay. Es waren natürlich nicht. Keine echten Pfannkuchen. Schau mal, es ist vollbracht. Der unfertige Punkt ist vollendet. Ach, Rufus, du Ochse. Jetzt ist er doch gar nicht mehr unfertig. Und ich muss noch mal ganz von vorne anfangen. So gesehen war er also nie unfertiger, oder? Trotzdem, Ochse. Mu. Mu. Schau mal, es ist vollbracht. Der unfertige Punkt... Ach, Rufus, jetzt ist er... Und ich muss... So gesehen... Okay, wir behalten ihn, also wir können nichts machen. Nein, so, raus. Dann... jetzt geben ihm Stein bringen tun. Rufus bringt Stein. Interessant. Basalt aus dem Germa Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Ich habe mindestens 2 Klienten, die für so einen Klunker viel Geld bezahlen würden. Ich dir geben Stein, du mir geben Furchtpampe. Recht so, quid pro quo. Ab! Abführmittel. Nice. Ach genau, und er kriegt gibt uns ein Geld. Damit geht's bestimmt gleich besser. Weil wir ihm ja im zweiten oder dritten Teil Geld gegeben das haben. Ist ja genau das Richtige. Als Klopapier. Oh. 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 Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Geil. Benutzte Geldscheine. Ist ja lecker. Hallo Rita, was gibt's? Herr Schwester. Toast. Kommt sofort. Hier, der Rest ist Trinkgeld. Ich hasse diesen Job. Juhu, wir haben Toast. Endlich von... Und Milch. Damit Wein? Kann man lediglich Zeitmaschinen antreiben und Butter stampfen. Mehr nicht. Alles klar bei euch? Uns ging es nie besser. Das mit der Milch war eine tolle Idee. Schmeichelt der Haut? Damit kann man mehr nicht. Okay, Moment. Können wir es jetzt einsetzen? Aber ja doch. Ich könnte den Motor benutzen, um Butter für mich zu stampfen. Was hat er gesagt? Psst, nicht dazwischen quatschen. Ich glaube, jetzt wird's spannend. Ach, ihr Guten. Ich werde euch vermissen. Wieso? Wo gehen wir hin? Hey, ist das eine Art Karussell? Cool, es geht los. Euer Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Diese armen Erdnüsse. Mann. Die armen Erdnüsschen. Das erinnert mich an die Pausenbrote, die ich damals immer Wenzel geklaut habe. Das macht mich echt schon ein bisschen traurig, ne? Muss ich ja schon sagen, ey. Arme Erdnüsschen. Arme, arme Erdnüsschen. Hat hier jemand ein leckeres Erdnussbutter-Sandwich bestellt? Mmh, ja, lecker. Hier, behalte ruhig das Magazin. Ich habe es eh schon ins Mikrofon gekommen. Durchgelesen. Da ist sogar etwas Motoröl in der Butter. Wie Mama es mir immer gemacht hat. Ja. Achso, geht schon weiter, okay. Yeah. Mal gucken,
was in der Zukunft so in Mode ist. Turbane? Echt jetzt? Turbane? Echt jetzt? Huhu, na klar, es geht. Easy Man, man trägt jetzt Turban. Ach ja? Das klingt mir ziemlich weit hergeholt. Hast du einen Beweis dafür? Oh! Hier. Ach so, gut. Hm. Ja, das dürfte wohl reichen. Yeah. Oh, ich bin müde, ey. Oh. Geht ja gar nicht. Mein Informant ist zufrieden und er weiß tatsächlich, wo du diese Gegenstände findest. Ich zeichne dir die entsprechenden Koordinaten auf der Karte ein. Da. Und jetzt verschwinde. Nice. Portal gerade. Wozu braucht man eine Karte, wenn man einen unfehlbaren Orientierungssinn hat? Mein Orientierungssinn sagt mir, ich sollte schleunigst jemanden finden, der diese Karte hier lesen kann. Alles klar, Rufus. Aber so einen kennen wir ja. Vince. Kannst du mich da hinbringen? Lass mal sehen. Ja, das sollte möglich sein. Und meine alten Knochen könnten ohnehin wieder etwas Abenteuer vertragen. Lassen Sie sich nicht foppen, mein Freund. Es gibt keine Abenteuer bei einer deterministischen Zeitreise. Papalapap. Hör nicht auf die Leute. Es würde mir im Traum nicht einfallen. Zeitleitung, check. Karionenkonzentrator, check. Hämorrhoidenring, check. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Meine Prostata kribbelt geradezu. Ich glaube, sowas ist nicht gesund, Vince. Bisschen klein, deine Zeitmaschine. Sie ist smaller on the inside. Cool, nicht wahr? Na, komm schon auf Opas Schoß. Und los geht's! Oh. Oh nein, nicht schon wieder. Du kennst diesen Ort? Ja, ich war heute schon mal hier. Beziehungsweise, es kommt noch auf mich zu. Der Turban, die Bowlingpoliermaschine, alles steht noch ungenutzt an seinem Platz, ohne meine klebrigen Fingerabdrücke. Oh je, das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Noch komplizierter? Tja, die Tücken der deterministischen Zeitreise. Als du vorhin hier angekommen bist, waren wir bereits weg. Das heißt auch, dass wir nicht abreisen können, bevor alles wieder genauso ist, wie du es nachher vorgefunden hast. Und was passiert, wenn ich doch etwas verändere? Das kommt ganz darauf an. Ist dir bei deinem letzten Besuch zufällig ein Aschehäufchen aufgefallen, genau da, wo wir jetzt gerade stehen? Wie wär's damit? Ich hole meine Sachen und versuche anschließend alles genau so herzurichten, wie ich es später vorgefunden habe. Das wäre begrüßenswert. Okay. Aber wie war das? Ich brauch die Kristallkugel. Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenzgrundlage ist, dass du die Kugel nachher nicht mehr hast. Das ist mir wurscht. Mist. Schade. Gut, okay, Leute, aber ich würde sagen, wir beenden hier die Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.